Morgen Sportsfreunde. Es ist der 27. Juli und ich bin mit meinem kleinen Bruder auf dem Weg nach Bad Bevensen zum internationalen Strongwoman und Strongman Deutschland Cup. Es ist 8.58 Uhr. Wir haben noch gute anderthalb Stunden Fahrt vor uns. Wetterbedingungen scheinen gut zu werden. Habe vorhin schon mal geschaut. 24 bis 28 Grad, kein Regen, also nicht zu brutal heiß. Das wäre natürlich auch nicht so super. Ja. So, in Bad Bevensen angekommen. Bestes Wetter, beste Wettkampfbedingungen. Und ich habe hier für euch die Annette von der Weppen, hallo. Genau, die veranstaltet den internationalen Strong Woman und Deutschland Cup der Männer. Genau. Großartig. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was. Ja, die Idee kam auf, halt. Ich habe mit Beginnern, hallo, Beginnern Wettkampf gemacht und wollte jetzt halt die nächste Stufe auch mal mit. Wir machen auch wieder Beginner Cups, keine Sorge. Aber wollte halt mal den nächsten Schritt machen und wir haben immer das Problem, dass wir in Deutschland nicht so viele Frauen am Start kriegen. Ist klar, wir sind halt noch nicht so viele. Deswegen habe ich gesagt, wir machen mal was Internationales, damit man sich untereinander kennenlernt. Und das geht am besten. Man startet gemeinsam, lernt sich kennen und dann wird man auch mal eingeladen ins andere Land. Und dadurch habe ich einen internationalen Frauen. Und weil ich die Männer gern dabei habe, coole Jungs am Start habe, haben wir natürlich auch einen Deutschland-Cup am Start. Ja, und da hat die Stadt uns hier, wenn ihr seht, cooles Gelände. Wir sehen jetzt nur die Autos, ne? Genau. Müssen wir nachher nochmal filmen? Ich wollte gerade sagen, ich bin ja noch da. Ja, auf jeden Fall. Hier zur Verfügung gestellt und ich freue mich tierisch, dass wir auch mal andere Disziplinen am Start haben. Wie wir hier sehen, diese riesige Maschine, alles Mögliche. Ich habe schon ein bisschen Angst. Es ist geil. Es macht richtig Spaß. Okay. Also wir sehen uns, glaube ich, zwischendurch noch. Auf jeden Fall. Ich stehe dir immer zur Verfügung, wenn du ein Wort Klasse. Brauchst. Alles klar, danke dir, Anne. Viel Erfolg. Jo, danke. Jo, so, offiziell gewogen und vermessen mit 102,9 Grad auf der Waage gewesen, also alles genau im grünen Bereich. Ja, hat knapp 2 Kilo Luft gehabt, hätte ich noch ein paar Kohlenhydrate essen können, aber auf jeden Fall knapp genug. Mit ein bisschen mehr Wasser kann das auch ganz schnell schief gehen. Ja, schon ein paar Athleten gesehen, manche verstecken noch jemand anders unter ihrem T-Shirt, habe ich das Gefühl. Also ich bin wieder einer von den ganz schmalen Jungs. Macht aber nichts, wir werden den Dragonslayer-Mode aufpacken und natürlich euch weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Disziplin ist im vollen Gange. Wir sind natürlich zeitlich wahnsinnig weit hinten dran. Der Truck Pull, die Mädels haben angefangen und ziemlich gute Leistungen abgeliefert. Also die 3,5 Tonnen sind schwerer, als sie aussehen. Und ja, ich habe gerade meinen Lauf gehabt schon, bin irgendwo im Moment im Mittelfeld, befürchte ich. Ja, war schwierig vorne rauszukommen, auf jeden Fall. Wahnsinnig gute Athleten wieder dabei. Also wir bleiben gespannt, habe auch gut geschwitzt bis jetzt schon und wir schauen mal, was wir rausholen können. Also großartiges Wetter, Support vom Publikum ist noch etwas verhalten, hoffen wir, dass es noch ein bisschen besser wird. Alles klar, wir sehen uns bei der zweiten Disziplin. Dankeschön. Zweite Disziplin fertig Sebastian für heute. Sebastian Nübel. Viking Press Overhead. Brutal. Was soll ich sagen? Ich habe irgendwie gefühlte 40 Sekunden an einer Rap festgehangen.
Und mir ist fast alles geplatzt. Jetzt habe ich auch einen Rumpf. Übel brutal. Also auf jeden Fall richtig gute Athleten am Start. Mal gucken, die richtig starken Jungs kommen gleich noch. Die werden wahrscheinlich mit allen Fässern dann noch ein paar Raps machen. Und ja, ich habe die richtige Musik angemacht. Also läuft das hier auf jeden Fall, Leute. Weiter Vollgas, Dragon Slayer Mode. Bleibt gespannt. Freunde, das war der Kektos und ich bin total überrascht, weil ich habe es tatsächlich in einer ganz guten Zeit geschafft, alle Fässer drüber zu transportieren. Noch nie gemacht, keine Ahnung, ich bin einfach explodiert, bisschen ausgerastet, ihr werdet es ja im Video sehen. Wir haben jetzt gerade die Einstellung gemacht, kannst mal rüberschwenken. Genau. Für die Kniebeugen. Und ja, Höheneinstellung gemacht, Kniebeugen ist die letzte Disziplin, gleich geht es zum Loading Race. Und das Loading Race wird heute totale Brutality. Ich glaube, es geht los mit einem, ich weiß nicht genau, ich werde es euch auf jeden Fall die Gewichte auch reinschreiben. Es geht, glaube ich, mit 70 Kilo Fass los oder 65 Kilo. Dann haben wir einen 75 Kilo Holzklotz. Wir haben einen Sack von irgendwas und einen Sack von 95 Kilo und ein Fass von 100 Kilo. Die Fässer sind relativ machbar. Was wirklich brutal ist, ist der Sack. Und ich habe es vorhin schon mal probiert. Also es ist gar nicht so einfach, ihn überhaupt hochzukriegen. Ich werde natürlich auch da wieder versuchen, einfach zuzupacken und loszulaufen und dann schauen wir mal, was wir heute noch rausholen können. Die Sonne knallt unerbittlich auf jeden Fall. Ich habe schon literweise Wasser über den Kopf geschüttet, wurde auch gerade mal ein bisschen eingesprüht mit Sonnencreme. Aber na gut, was macht man nicht alles? Morgen früh Arbeit, scheißegal. Dragon Slayer Mode, Leute. Euer Tetzi. Loading Race auch geschafft, leichte Verletzungen, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Ja, das 95 Kilo Sack-Ding war natürlich brutal, wie schon vermutet, auf jeden Fall. Jetzt wird gerade die Kniebeugenmaschine aufgebaut, wir haben vorhin schon die Höhen getestet, jetzt geht es auch von der Reihenfolge her nach der Höhe, damit es nicht so oft umgestellt werden muss. Puh, bin sehr gespannt. Also rein rechnerisch sind wir irgendwo um die 200 Kilo, wenn die vier Fässer drauf sind. Das müsste möglich sein, aber als fünfte Disziplin natürlich auch nicht einfach. Ja, beim Loading, ich habe alle Objekte geschafft, das war das Wichtigste. Ich war einigermaßen flott, der Sack hat mich ein bisschen aufgehalten, das war zu erwarten. Aber ist okay, ich habe es nicht ganz überrissen von der Geschwindigkeit, das war auf jeden Fall machbar. Gut, jetzt schauen wir mal. Squats noch, mein kleiner Bruder filmt immer noch fleißig. Ich zeige euch den nochmal, der steht da im Hintergrund. Okay, alles klar. Dragon Slayer Mode geht in die letzte Runde. Wir melden uns danach nochmal und auf dem Heimweg auf jeden Fall. Let's go.
So, ich komme ein bisschen ran, damit ich laut genug bin. Der Lauf der Dinge. Kniebeugen auch hinter mich gebracht. Und das auch ordentlich Beinmuskelkater von Freitag. Also, es war leichter, als ich gedacht habe, aber es war auf jeden Fall brutal. Ich glaube, 17 Wiederholungen habe ich gemacht. Insgesamt mit dem Added Weight und dann, ja, weiß ich nicht, mit dem letzten Fass dann halt entsprechend. Was waren das dann? 10 oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung, 12. Ich bin auf jeden Fall richtig durch. Das wird heute noch eine lange Heimfahrt. So. Wir haben jetzt noch die Siegerehrung vor uns stehen. Wir sind jetzt seit 10 Uhr, kurz nach 10 sind wir hier. Es ist jetzt irgendwie 6:30. Ein langer Tag. Aber ja, hat sich gelohnt, hat richtig Spaß gemacht. Ich werde nachher natürlich nochmal die Siegerehrung reinschalten. So, nach dem Martin haben wir. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sage ich schon mal. Und wir sehen uns bei der Siegerehrung. Was sagst du mir da? Platz 1 unter 105, dann weiß der Athlet auch schon, wer dran ist. Insgesamt Platz 6, Tim Tetzel Schmidt. Hasenblut. Ich bin langsam bekannt für die längsten Cups. Also, dann kommen wir zum Trainer. Platz Nummer 5, Stefan Franke. Oh Leute, also nochmal ganz kurzes Resümee. Es war wieder ein unglaublich geiler Wettkampf. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es tatsächlich geschafft, in meiner Klasse den ersten Platz zu machen, unter 105 Kilogramm. Insgesamt 6. Platz von 14 Athleten. Ich bin super zufrieden. Ich bin natürlich mit meinen einzelnen Leistungen, da geht überall noch ein bisschen mehr. Ich werde weiter trainieren auf jeden Fall. Bin jetzt fix und fertig. Werde gleich ins Bett fallen, wenn wir uns was zu essen geholt haben. Wir haben jetzt noch gute 2 Stündchen Fahrt. Mein Bruder Toni, vielen Dank an ihn auf jeden Fall. Er hat mich sehr unterstützt, hat mir die ganze Zeit Getränke geholt, hat die Kamera gehalten und so. Und ja, das hat mir wirklich sehr geholfen. Also vielen Dank. Und dafür lade ich ihn jetzt auf eine leckere Pizza ein. Wir gönnen uns jetzt was. Abgesehen davon schreibe ich mir noch den Gummipunkt auf. Ich bin jetzt nämlich die inoffizielle Armdrückmeisterin von Rumänien. Ja, das muss man an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Ich habe tatsächlich den Armdrück eine rumänische Meisterin gewonnen, wobei man dazu sagen muss, ihre Mutter ist Weltmeisterin und hat gesagt, nee, gegen mich brauchst du gar nicht erst versuchen, keine Chance. Und ihre Schwester ist wohl auch eine Weltmeisterin, also wer weiß, unterschiedliche Klassen auf jeden Fall, ja, keine Chance, aber auf nationaler Ebene hat sie wohl auch schon die Titel. Ja, auf jeden Fall vielen Dank und sie haben mir ein paar gute Tricks fürs Armdrücken gesagt, ich werde das mal versuchen, ja, in der nächsten Kneipe oder so, wenn mal einer Lust zur Zeit haben. Also, vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf jeden Fall. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Like, Share, Subscribe, Social Media, Shenanigans, ihr wisst, wie es funktioniert. Wir hören uns beim nächsten regulären Video und natürlich dann auch wieder beim nächsten Strongman Cup. Ich werde wahrscheinlich, wenn es alles zeitlich klappt, in Leipzig antreten und bin dann wieder am Start mit dem Dragon Slayer Mode. Fürchtet den Atem des Drachen. Euer Tetzel. Also Leute, ich bin hier mit Dina aus Rumänien. Hi. Dina ist die rumänische Armdrückmeisterin und sie hat mir gerade ein paar Tricks gezeigt und ja, wahrscheinlich wird sie mich jetzt zerstören für die Credits heute nach dem Wettkampf noch ein bisschen Armdrücken. So I just said, I usually don't tell people if you show me some tricks and you're probably gonna destroy it. So where would you put my... Okay, usually like this. You push it. Okay. See, man? Fine. Okay, come on, push. I'm the strongest arm wrestling girl in Romania.